Da haben wir aber ein besonders behagliches Zimmer im Gasthaus zur geflackten Mähre bekommen. Der Bade Michael klimpert auf seiner Klampfe schöne Lieder. An der Schenke hören wir den neuesten Klatsch und Tratsch. Die Wachen in dieser Stadt sind alle faul und undiszipliniert. Es muss sich etwas ändern. In der Spielwelt vom Rollenspiel The Elder Scrolls 5 Skyrim können Spieler komplett abtauchen. Die Welt ist riesig, kreative Freiheit, das Maß der Dinge. In puncto Handlung ist Skyrim erwartungsgemäß traditionell und erzählt mit der Geschichte von der Rückkehr der Drachen ein gängiges Fantasy-Klischee. Zudem hat der Nord, Ulfric Sturmmantel, einen Bürgerkrieg im Kaiserreich angezettelt. Einige Rassen werden ausgebeutet und Religionen liegen im Glaubenskrieg. Die Welt von Skyrim hat viele Probleme. Werden die Elfen euch die Häuser wegnehmen? Die Geschäfte? Eure Kinder? Ja, sogar euer Leben! Der Spieler startet nach der Charaktererstellung als ärmlicher Streuner. Glücklicherweise ist er jedoch der Einzige, der die Macht der Drachen erlernen und meistern kann. Dadurch wird er der Dreh- und Angelpunkt der Verteidigung gegen die geschuppten Feuerspeier. Er beschwört in der Drachensprache. Aufgaben und Missionen gibt es im Übermaß, egal ob der Spieler gerade in einer der neuen imposanten Großstädte ankommt oder durch das Land streift. Der eigene Held verbessert sich beim Spielen durch das, was er tut. Der häufige Einsatz des Bogens macht aus dem Helden einen besseren Schützen. Beim Verkaufen von Gegenständen wird er redegewandter. Ein Levelaufstieg bringt zusätzliche Verbesserungen in verschiedenen Kategorien sowie mehr Magicka, Lebensenergie oder Ausdauer. Beim Betreten einer unerforschten Höhle stellen sich dem Helden nur Feinde entgegen, die er auch besiegen kann. Nur selten gibt es mächtige Monster, die nur mit Gefährten und Helfern ausgeschaltet werden können. Trefferzonen spielen in den Kämpfen übrigens keine Rolle. Gezielte Kopfschüsse mit dem Bogen erzeugen nicht mehr Schaden als ein Treffer in den Fuß. Manche Gegner haben allerdings spezielle Immunitäten oder Anfälligkeiten. Die Gefährten sind in den Kämpfen immer nützlich. Huskal Lydia hier ist dem Spieler beispielsweise eine treue und schlagfreudige Hilfe. Nur während wichtiger Handlungssequenzen steht sie auf dem Weg, tapst in Höhlen ständig in Fallen und kommt nicht schnell genug hinterher, wenn der Held auf dem Pferd reitet. Die Dungeons in Skyrim sind verglichen mit Oblivion deutlich abwechslungsreicher und spannender. In jedem einzelnen erwarten den Spieler unterschiedliche Rätsel und eigene kurze Handlungsstränge. Manchmal findet er auch interessante Kurzgeschichten in Form von Büchern oder muss das richtige Timing in Sprungpassagen finden. Bei einem so großen Rollenspiel stellt sich einem immer auch die Frage nach Bugs. Ganz ohne Fehler ist Skyrim nicht. Hier und da wirken Texturen falsch platziert, ein paar Wörter sind unübersetzt und manchmal können Gegenstände nicht aufgenommen werden. Insgesamt kommt der Spieler aber immer gut voran und kann in der Regel alle Aufgaben abschließen. Nervig ist, dass für alle Wachen im Spiel der gleiche Sprecher engagiert wurde. Selbst einige der Hauptfiguren werden von den gleichen Sprechern vertont. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Bei der Grafik haben die Entwickler vor allem die Fernsicht verbessert. Zwar poppen auch in Skyrim immer noch entfernte Objekte auf, allerdings nicht mehr so auffällig wie in den Vorgängern. Die PS3-Fassung hat Probleme bei der Schattendarstellung und verwaschenere Texturen. Ansonsten sehen die Landschaften von Skyrim hervorragend aus. Fazit: Mit Skyrim werden die hohen Erwartungen von Rollenspielern erfüllt. Die Welt wirkt authentisch, die Aufgaben sind abwechslungsreich und durch Levelaufstiege und den interessanten Handlungsverlauf bleibt die Motivation lange erhalten. Außerdem sind die nordische Wikinger-Atmosphäre und der Soundtrack sehr gut.
Ganz fehlerlos ist das Spiel leider nicht, dabei handelt es sich aber nur um Kleinigkeiten. Pixelige Schatten, holprige Animationen oder kurzzeitig schwebende Menschen übersieht man angesichts der ansonsten erstklassigen Rollenspielerfahrung von Stunde zu Stunde immer öfter.